Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben letzte Woche ein Video rausgebracht, wo es darum ging, wie ihr erkennen könnt, wie alt euer Sattel ist. Heute folgt Teil 2, denn viele von euch haben noch geschrieben, was sie denn so interessieren würde, welche Marken sie sehen wollen. Und deswegen dachten wir uns, wir warten gar nicht lange, wir machen direkt weiter. In unserem letzten Video, wie gesagt, ging es darum, da haben wir 5 Marken schon aufgezählt. Wie könnt ihr erkennen, wie alt euer Sattel wirklich ist? Wir blenden euch das andere Video nochmal da. Ja? Da oben blenden wir es euch nochmal ein. Das ja, habe ich gut gemacht, ne? Ja, wir blenden euch das andere Video nochmal ein. Und da könnt ihr das auch nochmal angucken. Und ich werde auch nach Abschluss, wenn wir da wirklich fertig sind mit allen Marken und von euch keine weiteren neuen auftauchen, werde ich auch mal irgendwo eine Liste machen und werde die vielleicht bei uns auf die Internetseite draufsetzen, wo ihr das Ganze dann nochmal ganz einfach nachgucken könnt. Wir haben heute wieder jetzt uns 5 Marken rausgesucht, wo ich euch mal erläutern möchte und erklären möchte, wie ihr dann genau checken könnt, wie alt denn euer Sattel wirklich ist. Los geht's mit dem ersten. Wir haben jetzt hier einen Amerigo und man sieht schon, der sieht noch wirklich sehr gut aus, der ist auch nicht alt. Und da ist es nämlich so, auf der linken Seite, Schweißblatt, Unterseite, nämlich hier könnt ihr, da ist so eine Nummer. Und wenn ihr euch die Nummer jetzt mal genau anguckt, stehen da wieder ganz viele Zahlen drin. Und da ist es nämlich wichtig, dass ihr die von der oberen Reihe, die letzten 4 Zahlen sind für euch entscheidend. Das heißt, dieser Sattel ist hier gebaut, 1214. Der Sattel wurde produziert im Dezember 2014. Er wurde sehr gut gepflegt. Ich hätte jetzt gedacht, er wäre sogar fast noch ein bisschen jünger. Aber dieser Sattel ist, wie gesagt, aus Dezember 2014. Das war bei Amerigo. Genau, wenn ihr dann noch irgendwie andere Infos wissen wollt, die man da rauslesen kann, dann müsst man da nochmal genau nachrecherchieren. Aber darum soll es ja heute auch nicht gehen, denn wir beschränken uns jetzt mal ausschließlich aufs Alter. Und wir merken uns, Amerigo, die letzten 4 Zahlen, Monat und Jahr. Dann geht's weiter mit Kiefer. Ich habe hier einen Kiefer, sehr altes Modell. Und bei Kiefer ist es jetzt so ein bisschen, ja, früher konnte man es rauslesen, zwischendurch geht es, so wie ich das jetzt in Erfahrung gebracht habe, nicht mehr. Deswegen würde ich euch empfehlen, ruft bei Kiefer an oder schreibt ihr eine E-Mail, wenn ihr es wissen wollt. Ihr findet die Sattelnummer immer Schweißblatt, die Seite, die zum Pferd zeigt, quasi hier unten. Auf beiden Seiten steht die Nummer und das ist die relativ lange Nummer hier. Hier hätten wir jetzt eine 91.0015 und am Ende eine 3. Und dann steht noch die Sitzgröße dabei, das ist ja in dem Fall jetzt ein 1er hier. Also, wie gesagt, früher konnte man es aus der Nummer rauslesen, mittlerweile ist es nicht mehr möglich. Deswegen, in dem Fall, ruft bei Kiefer an, schreibt dir eine E-Mail, dann seid ihr wirklich auf der sicheren Seite. Fragt genau nach, bevor man jetzt sagt, man kann es bis da und dann kann man es rauslesen, ab dann kann man es wieder nicht mehr rauslesen, dann kann man es wieder rauslesen. Würde ich gar nicht darauf eingehen, denn einfach nachfragen, dann wisst ihr ganz genau, wo ihr dran seid oder wie alt euer Sattel ist. So, dann gehen wir weiter. Als nächstes haben wir Bates. Bei Bates ist es so, wir haben hier unten bei dem Sattel eine relativ lange Nummer. Die fängt an mit einem B, dann haben wir 2003, 214. In dem Fall hier würde noch die Sitzgröße danach stehen. Oder wenn irgendwie am Sattelblatt was geändert ist. Aber wie gesagt, darum geht es jetzt in dem Fall gar nicht. Sondern wir bei Bates, das B steht für Bates. Und danach haben wir 2003. Das heißt, der Sattel ist im Baujahr 20, Monat 3, März gebaut. Also, wir merken uns bei Bates, erst kommt das Jahr, dann kommt der Monat. Die ersten 4 Zahlen sind in dem Fall entscheidend. Weiter geht's bei uns mit Sommer. Da haben jetzt auch wirklich viele danach gefragt und bei Sommer ist es so, wir haben hier linke Seite Schweißblatt, also das ist bei eigentlich so 95% der Hersteller haben wir linkes Schweißblatt, entweder oben oder unten. Bei Sommer ist es jetzt wieder oben. Und wenn wir jetzt hier reingucken, haben wir hier eine Nummer.
Und da sind die ersten beiden Zahlen, sind das Baujahr. Das ist das, was ich jetzt rauskriegen konnte. Also hier haben wir eine 00, sprich, der wurde 2000 rumgebaut. Ich könnte jetzt noch mutmaßen und könnte sagen, okay, die drei danach können für den Monat stehen, da bin ich mir aber nicht sicher und möchte deswegen eigentlich nichts dazu sagen. Also das, was ich jetzt wie gesagt rausgefunden habe, die ersten beiden Zahlen sind das Baujahr bei Sommer. Ich habe jetzt noch einen zweiten Sommer hier, da können wir kurz mal drauf gucken, ob sich das auch so wirklich bewahrheitet und bestätigt. Ich hole den mal eben. So, ich habe hier den nächsten Sommer. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, denn ich habe gesehen, der ist jetzt nicht neu, der Sattel, der ist auch schon ein paar Tage alt, aber bei den etwas neueren Modellen haben wir es auf der Unterseite am Schweißblatt stehen. Da haben wir hier so einen schönen Stempel drauf. Und wenn man jetzt hier mal reinguckt, haben wir jetzt hier unten eine Nummer. Und dann haben wir hier Baujahr 13 und es kommt auch hin von dem, von der Kundin, wo ich den Sattel abgekauft habe. Die hat mir gesagt, roundabout 2013, 2014 rum, hat sie damals neu gekauft. Und wie man sieht, die Nummer fängt hier an mit einer 13, also das passt auch. Also wir merken uns bei den alten Sommersätteln, wenn unten kein Stempel drauf ist, linkes Schweißblatt Innenseite. Und sofern ein Stempel drauf ist, haben wir es in dem Fall jetzt auch hier auf beiden Seiten unten zum Pferd hingerichtet. Und da könnt ihr nachschauen, wie gesagt, die Nummer, die ersten beiden Zahlen sind in dem Fall unser Baujahr. Dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Sattel für heute. Wir haben hier einen Massimo, da haben auch wirklich viele danach gefragt. Und bei denen ist es so, Schweißblatt, linke Seite. Bei dem steht es jetzt hier oben, da haben wir einmal die Sitzgröße, danach haben wir Monat. Und ja, also der ist jetzt hier aus Februar 2012. Wir haben hier eine 2 und eine 12 eingestanzt, sprich eben 2 der Monat, Februar und 12 das Baujahr, 2012. So, jetzt seid ihr wieder gefragt. Ihr dürft uns gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr noch sehen wollt. Also ich habe schon gesehen, das ein oder andere stand noch mit drin. Da muss ich aber noch mal ein bisschen nachrecherchieren, dass ich da auch wirklich eine handfeste Aussage habe, die ich euch weitergeben kann, wo ihr nachgucken könnt. Wenn euch noch was einfällt oder ihr was nicht gesehen habt, dann wie gesagt, haut es in die Kommentare unten rein. Wir verlinken euch auch jetzt nochmal hier das andere Video. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt da drauf. Da haben wir schon die ersten 5 Marken besprochen. Da hatten wir Prestige, R Plus, Passier, Stüppen und Iconic, genau. Iconic hatten wir noch. Iconic. Ja, genau, wir hatten diese 5 Marken. Damit haben wir angefangen. Heute haben wir jetzt die nächsten 5 gemacht und wie gesagt, wenn euch noch was fehlt, schreibt es gerne unten rein. Wir gucken uns das an, notieren uns das und ich gehe dann auf die Suche, frage nach und gucke, dass ich das für euch in Erfahrung bringen kann. So, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mit dem Daumen nach oben. Ich freue mich jedes Mal drüber. Und ja, wenn ihr sonst noch irgendwas anderes wissen wollt, wenn ihr generell mal wissen wollt, was aus den langen Nummern, was man da sonst noch so rauslesen kann, denn bei vielen Herstellern kann man da wirklich sehr, sehr viel rauslesen, dann schreibt uns das auch gerne mal unten rein, da können wir dann auch gerne nochmal ein separates Video zu machen. Schön, dass ihr wieder zugeguckt habt und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.